Ja, leider gibt es schlechte Nachrichten von Alan Kurdi. Unser Schiff ist mal wieder festgehalten in einem italienischen Hafen. Nicht wirklich überraschend, und es ist tatsächlich wieder passiert mit ähnlichen Begründungen, wie sie damals auch schon geliefert worden sind. Also wieder mal ist unser Zertifikat für die Abwasserentsorgung nicht richtig. Es muss also unbedingt ein Zertifikat von der Flagge sein. Wir haben das Ganze schon bestätigt von der Klasse. Wir haben diverse Umbauten vorgenommen, wir haben wirklich alles getan. Das Gleiche ist auch für die Sicherheitseinrichtungen. Es muss unbedingt alles in einem Klassenzertifikat sein. Also das ist eine ziemlich bürokratische Anforderung, meiner Meinung nach. Aber da ließen die Hafenstaateninspektoren nicht mit sich reden. Andere Punkte beziehen sich darauf, dass der Ort, wo die Rettungsinseln ausgesetzt werden, nicht richtig erreichbar sei. Da haben wir versucht, darüber zu diskutieren. Meiner Meinung nach geht das sehr wohl, aber auch da war es nicht möglich, mit den Inspektoren zu diskutieren. Außerdem sind das alles keine neuen Sachen. Das sind Sachen, die also bei der letzten Port Sail Control auch schon hätten bemängelt werden können, wenn man es denn wollte, wenn man wirklich um die Sicherheit der Schiffe besorgt ist. Aber ich habe mehr den Eindruck, dass da eine Art Salamitaktik gefahren wird, dass also wirklich erstmal Sachen rausgesucht werden, dann werden ein paar in der Hinterhand behalten und beim nächsten Besuch dann ausgepackt, sodass also für jedes Mal wieder genug Gründe für eine Festsetzung bleiben. Wenn es tatsächlich so wichtig ist für die Sicherheit, warum bringt man es dann nicht gleich beim ersten Mal und gibt uns die Chance, die Sachen zu reparieren? So, ja, haben wir jetzt wieder neue Probleme und auch wieder alte Probleme sind wieder aufgekocht worden, wie gesagt, mit diesem mit dem Abwasser und mit den Sicherheitseinrichtungen. Ja, wir müssen sehen, wie es weitergeht. Morgen werden wir das natürlich besprechen mit CI und werden uns dann überlegen, was wir dagegen tun können.